Und ich habe am Anfang gesagt, es ist so schön, den Körper da als Weg zu nehmen. Also dieses Sinnliche, da spüre ich, dass dieser Laut sich bildet oder da merke ich, dass dieses Knistern und dieses Geräusch weitergehen und dass das aus so einem Spiel von Berührung und ich sage auch mal, Klang ist Berührung, also dass wir eigentlich mit dem Klang uns selbst berühren und eben dann mit allen Lauten und sich dann dem anzuvertrauen, aus diesen Lauten und aus diesen Klängen, auch aus der gesprochenen Klang entsteht wie eine eigene Sprache. Und es ist erstmal kein hohes Ding. Muss nicht sein, ich verbinde mich mit Lemurien und das ist jetzt lemurisch oder so. Also, kann sein, weiß ich nicht. Also manche haben vielleicht den Zugang, sondern wirklich sich zu erlauben, es ist über das Spielerische, dass dieses Schwingen sich plötzlich so tief sinnvoll anfühlt, dass ich einfach spüre, ich bin verbunden. Und dass wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Situation, wo vielleicht irgendeine seelische Bedrängnis da ist oder was mich aufregt, oder ich merke, ich finde vielleicht die Antwort nicht oder ist was, und ich fange dann an, in dieser Seelensprache zu sprechen, dass ich diese Wahrheit des Gefühls und dieses, ich suche eine Antwort jenseits vom Kopf, dann in diese Klänge und in diese Schwingung hineinbringe und einfach dadurch in einen anderen Zustand komme, wo vielleicht auch nachher eine Antwort in einer mir verständlichen Sprache dann kommt. Also ich kann es vielleicht nach einer Weile übersetzen.